Liebe Schwestern und Brüder, wie das Journalisten gerne so tun, saß ich vor einigen Tagen mit einem Kollegen eines großen norddeutschen Nachrichtenmagazins beim Mittagessen und wir unterhielten uns unter anderem über dieses anstehende Jahr des Glaubens, über das Zweite Vatikanum und so weiter, und er fragte mich dann irgendwann: Pater Hagenkolb, was soll ich denn schreiben? Was ist denn interessant an diesem Konzil für die Leserinnen und Leser des Spiegel? Was ist das Interessante daran für Leute, die jetzt nicht hier in der Kirche sitzen, sondern die vielleicht sich interessieren für alles Mögliche? Was ist daran interessant, dass vor 50 Jahren die katholische Kirche ein Konzil abgehalten hat? Die Frage hat sich bei mir verfangen, weil ich nicht so recht eine Antwort wusste und auch bis jetzt noch nicht so richtig weiß, weil wir ja eine ganz besondere Art und Weise haben, über das Konzil zu sprechen, oder mehrere Arten und Weisen, aber die alle irgendwie nicht so richtig passen, wenn man einen Spiegel aufschlägt oder eine andere Zeitung oder etwas lesen will. Also die Frage, was ist eigentlich das Interessante an diesem Konzil, die ist bei mir geblieben. Wenn wir Katholiken über das Konzil sprechen, dann tun wir das normalerweise auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Entweder wir streiten, da gibt es die einen, die sagen, man muss die Texte wieder ganz genau lesen. Es gibt vieles, was wir in unserer Kirche machen heute. Da steht da gar nicht drin. Da steht gar nicht drin, dass man das Latein aufgeben soll und so weiter und so weiter. Und es gibt die andere Gruppe, die die Texte gar nicht mehr liest, sondern dann nur noch vom Geist spricht, vom Aufbruch und so weiter und so weiter. Das sind natürlich alles Karikaturen, aber es sind so ein bisschen die Extrempositionen, wie wir mit dem Konzil manchmal umgehen. Und die andere Art und Weise, das ist sozusagen im Augenblick meine Art und Weise, ist die historische. Dass wir also zurückdenken und versuchen zu verstehen, was damals passiert ist, wer was gemacht hat und so weiter. So ziehen wir im Augenblick bei Radio Vatikan durch die Lande und interviewen alle Menschen, die noch leben, die selber dabei waren. Das sind ja nicht mehr allzu viele. Und heute diese Menschen nochmal zu hören, in ihrem betagten Alter, 50 Jahre danach, das ist schon spannend. Ich hatte neulich das Vergnügen, in der Sendung Loris Capovilla zu haben. Der Name wird Ihnen nichts sagen. Der war der persönliche Referent von Papst Johannes dem 23. Der lebt noch, hoch in den 90ern. Das ist spannend zu erfahren, wie das quasi hinter den Kulissen war. Oder mit Menschen zu sprechen, die Reden geschrieben haben für die Bischöfe beim Konzil. Mit einem Pater gesprochen, der hat über 100 geschrieben. Die Bischöfe sind zu ihm gegangen, haben gesagt, das und das möchte ich in der Aula sagen. Mein Latein reicht aber nicht so wirklich aus, daraus eine Rede zu machen. Können Sie mir das ins Wort fassen? Mit Leuten gesprochen, die Kulturvermittlung betrieben haben, also die versucht haben, die einzelnen Statements dann auch kulturell zu übersetzen. Mit Leuten gesprochen, die ja quasi bei den Moderatoren dabei waren. Auch der persönliche Referent von Kardinal Döpfner, Herr Gruber, lebt noch und konnte erzählen, wie das also quasi von der Moderationsseite aussah, wie die verschiedenen Dokumente ankamen, wie das quasi dann austariert wurde, wie Kompromisse geschlossen werden mussten, wie das reinkam und das wieder rausflog, wie Stimmen gesucht wurden, wie im besten Parlamentarismus, wie man suchte, ja, wie kann man möglichst große Mehrheiten für ein Dokument gewinnen. Also all diese Kompromissschließerei gehört ja auch mit in das Konzil hinein. Das ist sozusagen die zweite Weise, mit dem Konzil umzugehen. Zu historisieren, zu erklären, zu erzählen, wie das damals so war. Beides ist wichtig. Das Nachschauen, was damals war, genauso wie ein guter gepflegter Streit, was brauchen wir. Aber es sind beides nicht die Gründe, wie ich finde, weswegen wir uns vor allen Dingen mit diesem Konzil auseinandersetzen sollten. Der Grund ist vielmehr der, wie ich finde, ich weiß zwar nicht, ob er für den Spiegelartikel reicht, aber für mich reicht er allemal, der Grund ist der, dass unser Glaube etwas Lebendiges ist. Wir haben keinen Glauben, der so funktioniert wie Malen nach Zahlen. Dass ich nur in der richtigen Reihenfolge die richtigen Sätze sagen muss oder die richtigen Gesten oder Bewegungen machen muss und dann gilt das als richtiger Glaube. So funktioniert unser Glaube nicht. Wir geben die Sätze nicht weiter von einer Generation zur nächsten unverändert. Unsere Sprache verändert sich, unser Leben verändert sich, unsere Welt verändert sich, also verändern sich auch unsere Glaubenssätze. Da ist Leben drin. Deswegen sollten wir an das Konzil denken, weil das Konzil genau das getan hat. Und vor nachdenken,
was sind heute unsere Glaubenssätze, was ist adäquat, was passt vielleicht nicht mehr. Auf der anderen Seite ist dieser Glaube aber auch nicht völlig beliebig, sodass jede Generation sich quasi neu ihren Glauben schaffen könnte. Es sind schon feste Sätze, die wir haben. Es sind Schlüsse, die aus dem Evangelium, aus dem, was Jesus uns gegeben hat, folgen. Das ist nicht etwas, was wir selber schaffen. Das ist etwas, was uns anvertraut ist. Und dem müssen wir treu bleiben. Es ist nicht einfach etwas, was wir mit Abstimmungen, mit 57% Mehrheit und so weiter beschließen könnten. Die Sätze, die aus dem Glauben folgen, sind konkret, haben Folgen für unser Leben. Auch das hat das Konzil getan und die Kirche im Anschluss an das Konzil getan. Die Dinge, an die wir glauben, festzuhalten und dann weitergebbar zu machen. Das sind in etwas auch so die beiden Punkte, die die beiden Lesungen, die zumindest die erste und das Evangelium markieren, der Umgang mit dem Gesetz. Es ist jetzt nicht so, dass Jesus quasi der ersten Lesung widerspricht. Es sind aber zwei Punkte, die beides wichtig sind. Wir haben dem, was Gott uns gegeben hat, an Glauben, nichts hinzuzufügen. Weil es uns gegeben ist, weil er nicht von uns ist. Weil wir ihn empfangen haben. Wir haben die Vollmacht, ihn weiterzugeben, aber es ist nicht unserer. Es ist ein Geschenk, Gnade. Also dürfen wir kein Wort davon wegnehmen oder hinzufügen. Das ist damit gemeint. Und auf der anderen Seite, Jesus, der davor warnt, das Ganze in einem Formalismus abdriften zu lassen. Also da gibt es ein paar Sätze, das müsst ihr genauso tun. Und der Sinn dahinter, also dass das eben eine Vollmacht ist, dass das mit Verheißung zu tun hat, mit dem Versprechen des Reiches Gottes, des Einzugs ins gelobte Land, das alles zu vergessen, damit verliert man quasi ja den inneren Zusammenhalt dieser ganzen Regeln. Also Jesus warnt davor, diesen ja nur tun, was die Regeln sagen und der Rest bleibt so weg. Beides gehört zusammen, beides ist eine Spannung, die muss jede Generation, jede Kultur, jeder Theologe in sich selber, jeder Gläubige für sich selber, jede Gläubige ausmachen, immer wieder sich neu stellen. Jeder sich selber, aber auch wir als Kirche uns immer wieder neu stellen, als Gemeinde hier und auch als Gesamtkirche. Und genau das ist das, was das Konzil getan hat. Ich bin gebeten worden, etwas zu sagen über die Art und Weise, wie das Konzil zustande gekommen ist. Ich glaube, die beste Art und Weise, das zu tun, ist, darauf hinzuweisen, dass es dieser Geist ist, dieses sich in die Spannung hineinbegeben zwischen Regel und Freiheit, zwischen menschlichen Tun und dem, was Gott uns geschenkt hat, den Glauben nochmal anzusprechen, auszusprechen. Daraus entstehen Ideen, Bücher, daraus entstehen Gemeinden, Gespräche, aber eben auch Konzilien in der Kirche. Wir beginnen das Jahr des Glaubens und ich denke, wenn jeder von uns und jede von uns im kommenden Jahr versuchen würde, ein Glaubensgespräch zu führen mit jemand anderem, dann wäre das eine wunderbare Würdigung dieses Konzils, das in diesem Jahr 50 Jahre alt wird.